Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 15 hier auf dem Jägerhof. Ja, wir waren ja in der letzten Folge noch dabei, hier unser Stroh noch wegzubringen. Das werden wir jetzt auch mal fix tun. Dann können wir den Strautmann auch schon direkt wieder abgeben. Und können dann weitermachen. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen noch Neues ansehen. Wir müssen noch ein bisschen was düngen. Kommt auch noch dazu. Auch da ist noch bei weitem nicht alles fertig. So, einmal hier gucken. Hoppala. Da war ein Zaun im Weg. Wann hier der Auskipp-Trigger kommt. Da ist er. Jetzt mal gucken, wie viel wir da so ungefähr. Jetzt müssen wir auch mal hier mein Lenkrad durchdrehen. Irgendwie zieht der gute. So. Ja, so ein bisschen nach rechts. Zumindest sah es gerade so aus. So, verkauft haben wir. Ja, einen knappen Tausender. Ist eigentlich ganz in Ordnung. Somit können wir direkt hingehen und unseren Hänger verticken. Da ist er. Fahrzeug zurückgeben. So. Ja, wie ihr vielleicht auch seht, zumindest eventuell welche von euch, die Möglichkeit haben, es so zu sehen, ist mittlerweile eine neue Auflösung verfügbar. Ich kann das Ganze jetzt hier in Ultra HD aufnehmen. Nicht komplette 4K, das macht nämlich leider das Spiel nicht mit, aber immer noch sehr nah an der Ultra HD Auflösung dran. Ich glaube irgendwie so 3840x2160. Liegt auflösungstechnisch auch noch über 2K. Ja, mal sehen, wenn dann so Zukunftsspiele kommen oder sowas, wird es die dann, je nachdem, ob sie es unterstützen, dann auch eventuell in 4K geben. Wie gesagt, ihr habt ja immer noch die Möglichkeit, die ganz normalen Auflösungen auszuwählen. Wer halt die Möglichkeit hat, das in noch höherer Qualität zu schauen, kann das natürlich gerne tun. Ich hoffe, dass diese Wandlung dieser Folge einigermaßen vernünftig funktioniert, denn auch das habe ich noch nicht gemacht. Wie gesagt, normal HD, kein Thema, aber was ja, Ultra HD Auflösung angeht, da bin ich ehrlich, habe ich noch gar keine Ahnung von. Auch da muss ich mich erst ranarbeiten. So, hier haben wir den Shop, kommen wir von hier auch aus auch an den Shop, ja, perfekt. So, wir haben jetzt Stunde 25, hoppala, Stunde 25 noch Zeit. Ich würde fast sagen, wir lassen das jetzt gleich hier stehen und gehen dann erst noch die, hoppala, Felder zu Ende düngen. Denn da ist auch noch ein bisschen was zu tun. Das heißt, wir lassen den mal mit abgeschaltetem Motor hier stehen und werden dann mal hier durchteppeln. Denn der hier ist gerade mal mit Feld 20 fertig. Wir müssen noch Feld 19 und. Wie gesagt, das werden wir jetzt als erstes machen. Fangen wir mal hier hinten an, weil da diese Schräge ist. Schon mal GPS-Gedöns aufmachen. Oh, das ist jetzt aber sehr klein. Ui, da braucht man ja fast eine Lupe. Ja, zumindest ragt jetzt nicht mehr in die Infofenster, aber es ist sehr klein. Denn ich würde mal gerne versuchen, hoffentlich hier eine Bahn kloppen. Komplett reinzukriegen. So, einmal hier drehen. Dann müssen wir nämlich hier hinten gucken, wie weit wir hier weiter rüber müssen. Also bis dahin. Dann ziehen wir nämlich hier diese eine Obola, die eine Bahn. Also ich muss ja echt sagen, in Ultra HD. Sieht das hier schon noch eine ganze Ecke schicker aus. Auch die Drecktexturen. Schön. Echt schicke Sache. Ja, wie gesagt, das Problem, was wir ja schon hatten, ist halt das Chop Straw. Das, bin ich ehrlich, mag mich hier überhaupt nicht. Auf der Map. Also wie gesagt, ich habe auf anderen Maps absolut keine Probleme, aber nur bei dieser hier habe ich ständig dann FPS-Einbrüche. Jetzt müssen wir ein bisschen früher hier abbremsen, weil sonst machen wir nämlich den Segler da runter. Ich glaube, das machen wir sowieso. Oh, nee, doch nicht. Er kriegt es doch noch gewuppt. So, dann können wir hier auf der Spur gleich weitermachen.
Und dann können wir gleich in die Querspuren übergehen, weil dann haben wir jetzt hier diesen Kram da hier mit diesem, dass das Feld halt nicht gerade ist, haben wir damit jetzt verarbeitet und somit können wir jetzt ganz normal die langen Bahnen ziehen. Beziehungsweise nein, können wir nicht. Ich nehme alles zurück, denn wir haben dort hinten ja auch noch was überstehen. Das heißt, ich werde jetzt die Linie ungefähr hier hinsetzen. Das müsste reichen hinten. Hoffe ich. So. So, nochmal zurück. Dann können wir hier schon mal drehen. Und uns die Bahn hier rüberholen. Jetzt sehe ich natürlich nichts mehr. So. Gucken wir mal. Das dürfte nämlich dann lässig ausreichen. Ja, Gas geben und eigentlich Gas geben. Na los? Na geht doch. Müssen wir jetzt halt hier so ein bisschen ins Nichts düngen. Ich hoffe, dass das halt gleich ausreichen wird. Von der Breite her. Also doch, muss man sagen, die Aufführung ist echt. Also wie gesagt, ich spiele das Spiel jetzt auch das erste Mal erst auf dem neuen Monitor. Das sieht schon... Ich habe auch vorher noch nicht reingeguckt, also hat man die Auflösung eingestellt. Sieht schon nochmal eine Ecke anders aus. Habe ich so das Gefühl zumindest. Aber wie gesagt, ich habe es vorher auf dem Fernseher gehabt. Da ist sowieso dann alles noch ein bisschen anders. Ach, seht ihr, das reicht nämlich nicht. Na egal, das ziehen wir so durch. Dann machen wir oben das kleine Stück solo. Und dann sollte das reichen. Ja, wie gesagt, man erkennt auch so ultra wenig. Also ich muss mal gucken, ob ich das ohne das Chop Straw... ich glaube, das muss ich rausnehmen. Das ist, ich weiß nicht warum und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Aber es ist irgendwie ultra performance fressend. Keine Ahnung warum. Das ist nicht feierlich. Zumindest auf dieser Map. Ja, da düngen wir schon mal das nächste Feld ein bisschen mit. Hinter noch mal drüber gehen, aber das sollte ja das kleinere Übel sein. Mal, ich weiß, dass das Feld hier gleich zu Ende ist. Schätzelein. Ich weiß es. Mal gucken, ja, man erkennt jetzt auch nicht, ich weiß auch nicht, wie weit ich hier bin. Das ist also. Das müsste reichen. So. Jetzt können wir die Bahn ganz lang fahren. Aber wie gesagt, da will ich mich jetzt erst drum kümmern, dass wir jetzt hier die Felder zu Ende düngen. Und dann gehen wir in die Sämaschine. Ja, ihr seht es jetzt. Also die FPS mit diesem Straw hier, das ist... Also wie gesagt, eventuell zur nächsten Folge nehme ich es raus. Ja, ich bin ehrlich, das gefällt mir so nicht. Und also wie gesagt, nochmal, ich habe nur das Problem auf dieser Map. Ich habe die Ammergau Alpen, ich habe... Alle Maps, die ich bis jetzt gespielt habe, alle mit dem Chop Straw und ich habe auf keiner einzigen Map die Probleme gehabt, aber hier zieht es meine Performance einfach völlig runter. Egal, ob ich jetzt in sehr hoher Auflösung aufnehme oder auch nur in normal HD, wir haben es ja in ein paar Folgen vorher schon gehabt, es zieht einfach ultra an meiner Performance. Ich habe keine Ahnung warum, es dürfte nicht mehr sein. Ich habe ja mittlerweile ein neues System hier stehen, was über dieses Spiel eigentlich lacht, ja, von der Anforderung her. Ich weiß es nicht, haben sie gesagt. Und dann muss halt das Chopped Straw runter. Ich meine, es ist schade, weil ich finde es eigentlich, so sieht es realistischer aus und so kommt es auch realistischer rüber. Aber wenn darunter die Aufnahmen leiden müssen, bin ich da kein Fan von. Ein bisschen den durch und rum damit. Ich hätte gar nicht so weit reinfahren müssen, ich Trottel. Ich habe ja doch zwei Bahnen da. Nee, ja. Guten Morgen. Bin technisch gerüstet. Murmeltier. Nee, ja, war ein bisschen dumm jetzt. Also wie gesagt, es kann sein, dass es jetzt zwischendurch mal ein bisschen ruckelt.
Aber wie gesagt, das sollte sich dann hoffentlich am nächsten Folge erledigt haben, beziehungsweise ich muss halt gucken, ob ich es jetzt einfach rausnehmen kann und das Safecam stehen bleibt. Also ohne Fehler. Denn ansonsten ja, müssen wir das jetzt ja, das Feld so bestellen, also nochmal neu bestellen. Alles und dann halt erst runternehmen. Aber wie gesagt, das macht so keinen Spaß. Und wie gesagt, das ist auch immer nur teilweise. Ich habe das nicht dauerhaft oder so. Also ihr seht es jetzt auch hier. Ich habe dazu keine FPS-Probleme oder ähnliches. Und dann kommt wieder irgendwo irgendein Punkt, den ich auf dieser Map erwische, wo es dann auch immer anfängt zu ruckeln. Und wie gesagt, ich weiß halt nicht, woher es kommt und seht es mir nicht, nimmt es mir nicht übel. Aber wie gesagt, ich denke, ich werde es dann ab einer der nächsten Folgen, ob es die nächste schon ist, weiß ich nicht, das wie gesagt, muss ich ausprobieren. Ansonsten dann aber ab der darauffolgenden, beziehungsweise sobald wir diese Felder hier alle bestellt haben, zumindest die unteren beiden hier, denn das sind die einzigen, glaube ich, wo das mit drauf ist. Ich glaube, hinten auf Feld 18 ist, glaube ich, nur der hinterste Streifen oder so. Müssen wir dann mal gucken. So, aber da wir jetzt leer sind und ich mir hier einen Fixpunkt nehmen möchte, machen wir das mal hier. Wir müssen uns wieder auffüllen gehen. Und ich hoffe dann ja, dass, wenn ich die Felder jetzt mit euch hier wieder bestellt habe, dass dann, wenn ich die Zeit dann vorspule, damit die Felder reif sind, dass dann endlich ein Angebot für uns kommt, wo wir dann mal unseren ganzen Krimskrams hier echt verbraten können. Dass wir echt anfangen können, hier unsere eigenen Maschinen hier ranzuholen. Denn das wird langsam Zeit. Irgendwie dauerhaft Mietmod ist auch so ein bisschen öde. Ich meine, klar, er macht alles, er macht vieles viel einfacher und so. Und das, der ist auch kein schlechter Mod, um Gottes Willen. Also wenn ich ehrlich bin, ich den hier nicht hätte, ich wüsste gar nicht, wie ich euch die Map hier mit auf schwer oder so zeigen sollte. Das, ich wüsste gar nicht, ich glaube, das wird gar nicht gehen. Ja, also da würde ich so lange fahren mit dem kleinen Drescher da oben. Es ne? Wäre ich glaube, der hätte die spätestens nach der 10. Folge schon keinen Bock mehr. Ich wahrscheinlich auch nicht. Müssen wir uns ja auch immer mal ein bisschen ums Aufräumen kümmern. Ich habe auch alles kreuz und quer jetzt stehen lassen am Anfang. Schande. Eigentlich bin ich mittlerweile so ein kleiner Aufräumfanatiker, was den LS angeht. Also wenn ich da irgendwo vom Server oder sowas runtergehe, da steht wieder alles schön fein in der Ecke. Naja. Ja komm, quäl dich hoch hier. Jetzt muss ich wieder in die Außenperspektive gehen. Ja, hier merkt das zum Beispiel, ich komme jetzt hier an und ruckel, ruckel, zuck, zuck, zuck. Das ist halt, ja, das sind nicht mehr meine Freunde, diese Shop jetzt drauf auf dieser Map. So, und weiter geht's. Ja, also wenn wir ganz viel Glück haben, schaffen wir jetzt noch dieses Feld zu Ende. Und wenn nicht, machen wir es eben zu Ende, dann überziehen wir mal wieder ein bisschen. Ich weiß, irgendwie wird das langsam, ne? Kommt schon öfters vor, dass wir hier mal ein bisschen überzieht. Nein, aber ich überziehe ja nicht zu lange. Meistens ist es irgendwie eine Minute oder sowas oder anderthalb oder so. Wie gesagt, ich bin erstmal froh, wenn ich das nach der Aufnahme gebacken kriege, das zu rendern. Denn, wie gesagt, HD. Huch. Gut, wenn ich natürlich so blöde bin jetzt, dann dauert es noch ein bisschen länger. So, jetzt verschieben wir mal ein bisschen den Kurs hier hoch, dass ich da nicht andauernd vor die Bäume presche. So. Und dann machen wir jetzt das eben hier noch zu Ende. Dann haben wir das Feld fertig, wir haben das Stroh verkauft, dann haben wir nur noch Feld 18. Das machen wir dann in der nächsten Folge und dann fangen wir an wieder zu sehen. Ich denke mal, als nächstes werden wir Gerste nehmen.
Ja, viele werden sich jetzt fragen, warum kein Raps, sag ich euch. Relation von dem, was wir rauskriegen und des Preises ist Gerste immer noch mehr wert als Raps. Ja, Raps ist optisch beim Shop mehr wert. Keine Frage, aber wie gesagt, der Ertrag ist halt auch nur um 50% geringer. Meine ich zumindest, dass es um die 50% lag. Korrigiert mich bitte, wenn ich mich irre. Ich meine aber, es lag bei 50% zum Weizen und zur Gerste. Und von daher ist dann der Preis für die Gerste besser, als wenn wir das Raps verkaufen würden. So, ja, nichtsdestotrotz, wir sind am Ende des Feldes und auch am Ende dieser Folge. Ein bisschen überzogen, ist aber nicht schlimm. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Landwirtschaftssimulator 15 hier auf dem Jägerhof. Und bis denne!